So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, die Saphir-Edition. Ja, und wo sind wir denn hier? Es gibt keine Zeit für Spekulation, except now a real family mayor. Okay, ich weiß nicht, was du vorhast, aber Tor next, oder vielleicht das... Okay, ich gehe nach Xenarorel. Ich glaube, der Titan hat die... Unterwasserhöhle fertig gemacht. Da muss ich jetzt mal schauen, wo sind wir denn jetzt? Ah, wir sind jetzt hier, okay. Wir haben natürlich kein Fliegen dabei, ne? Wie Peter ist das... was ist mit unserem Team passiert? Das hat ein bisschen gelitten. Aber gut. So, dann wollen wir halt mal nach Xenarorel, ne? Wenn der Herr es sagt. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht entdeckt. Das heißt, muss ich jetzt erstmal finden. Ja, es war aber irgendwo hier im Westen. Und ich glaube, hier ist es auch schon. Hier muss ich tauchen. Und dann muss ich hier gleich irgendwo wieder auftauchen. Hier gibt es ein Item. Eine Riesenperle. Yay. Wenn ich schon mal dran vorbeifahre, ne, kann ich es auch gleich mitnehmen. Ja, ich wollte euch eh mal zeigen, was es hier unten für Pokémon gibt. Hier gibt es nämlich zum Großteil nur Perlus. Und... mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auch noch Relikanz. Was wir eigentlich noch bräuchten, das müsste ich eigentlich fangen mal. Ich mach mal nur einen Kampf. Vielleicht habe ich es ja zufälligerweise. Einen Kampf mache ich noch. Dann gehe ich aber wirklich nach Xenarorel. Weil da können wir nämlich jetzt bald das legendäre Pokémon fangen. Ja, das wird toll. Okay, ich hab kein Glück. Na gut, dann müssen wir später nochmal getrennt fangen. Ist ja kein Problem. Alles klar, aber wie gesagt, alles später. Wahrscheinlich gegen ganz am Ende vom Spiel, vom Let's Play. So, wir tauchen hier auf. Hey! So, ja, ich wollte erstmal zum Pokémon Center. Und meine Pokémon teilen. Hier ist übrigens eine Arena. Aber ich glaube, die werde ich in dem Part nicht schaffen. Auf keinen Fall. Dankeschön. So, da haben wir wieder geheilt. Dann hau ich erstmal mein Weilmeer aus der Box. So, wie mache ich's denn? Wenn ich dann übrigens... ich wollte eigentlich nach dem Part mal eine kleine Trainingssession machen. Eventuell. Da muss ich mir noch ein Fliegenvieh fangen. Das wird interessant auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall in die Urzeithöhle. Ich denke doch schon... Huch, das war die falsche Taste. Moment. Dieser komische Xbox-Controller, ne, der hat in der Mitte so einen Xbox-Knopf und da drücke ich immer drauf, wenn ich das Menü aufmachen machen will. Haben wir genug Bälle? Fast. Fast. Gibt's hier überhaupt einen Markt? Weil ich möchte schon das legendäre Pokémon fangen, ne? Weil den Meisterball möchte ich eigentlich nicht dafür einsetzen. Ein Karpator. Hey. Nö. Dab, dieb, dab, dab, dieb, dab, dab, die, da, da, die, die, li, di, di, li, di, dam. So. Gibt's hier einen Markt? Oh, hier gibt's einen Markt. Das ist schön. Das ist wunderbarst. Dann verkaufe ich erstmal die Riesenperle hier. Ach, ein Sternstück haben wir auch zu verkaufen. Jawohl. Weg damit. Riesenperle. Weg damit. Alles klar. So. Und zwar kaufe ich ein paar Hyperbälle. Es wird schon reichen. So. Ich bin einfach mal ganz risikohaft. Risikoreich. Und gehe mit den Hyperbällen in die Urzeithöhle. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo die war. Ich glaube, die... war die hier oben? Bitte, sag mir. Ja, ja, genau. Herr, bist du? Du bist auch hier? Bei diesem schrecklichen Regen? Oh yeah, kannst du verstehen, was mein Freund gerade sagt?
Mein Name ist Vasili, ich bin der hiesige Arenaleiter. Ich bin auch damit beauftragt, die Urzeithöhle zu schützen. Diese Regenschauer werden durch eine Kraft in der Höhle verursacht. Das ist die blaue Kugel. Verstehe. Folge mir. Dieser Regen. Menschen und Pokémon brauchen Wasser zum Leben. Aber warum verursacht dieser Regen so viele Probleme? Immer mehr Regenwolken werden sich über Xenarrow bilden und sich über die ganze Höhlenregion ausbreiten. Die Urzeithöhle ist da drüben. Niemanden in Xenarrow ist es erlaubt, die Urzeithöhle zu betreten. Aber du musst hineingehen, zusammen mit der blauen Kugel. Du musst gehen, egal was dich im Innern der Höhle erwartet. Haruka, Bruder! Ich hätte nie vermutet, dass du die blaue Kugel bei dir hast. Dir wird nichts passieren, mit deinem Pokémon deiner Seite schaffst du es. Davon bin ich überzeugt. Ah ja. So, jetzt kommen wir in die Urzeithöhle und hier herrscht... Wir haben natürlich keinen Blitz dabei, das ist mir aber egal, weil ich ohne Blitz durchkomme. Weil so viel gibt's hier nicht zum Erkunden. Ich muss nur dran denken, dass ich, zwei Sachen mitnehmen muss. Die muss ich nämlich finden. Das ist aber... Dürfte auch im Dunkeln zu schaffen sein. Oder war es zwei? Oder war es bloß eins? Ich weiß es gerade nicht. Einfach bekommen wir eine TM. So viel weiß ich. Wo ist die? Dü-dü-düm. Und es rumpelt. Immer näher. Je näher wir kommen. Dü-dü-düm-düm-düm-düm. Ah, da ist das. Das, Pokéball. VM07. Jawohl. Und ich glaube, hier müsste doch irgendwo noch eine TM sein. Oder war es echt nur die VM? Echt jetzt? What? Gab es hier nicht doch eine VM? Eine TM? Ich muss jetzt noch mal schauen, sorry. Das glaube ich doch fast nicht. Ernsthaft? Das wäre doof. Dann weiß ich nämlich nicht, wo es die TM gibt, wo ich gerade im Kopf habe. Schutz wirklich mehr. Naja. Ich sehe schon, ich fange das legendäre Pokémon eh nicht. In dem Part. Ich muss es der Herr Titan machen. Der hat Spaß. Hey, ist das echt nicht hier? What? Ernsthaft? Warum? War das echt nicht hier? Jetzt falle ich doch fast vom Glauben ab. Wenn ich einen Glauben hätte. Okay, da war das nicht hier. Na gut. Ach nee, ich... Ah, ja. Ja, hier war nichts mehr. Das ist richtig. Ich weiß jetzt wieder, wo es war. Das war wohl komplett anders. Na. Da könnte ich übrigens hingehen, wenn ich noch Zeit habe. Ach nee, da kann ich gar nicht hingehen. Da brauche ich, glaube ich, erst den achten Orten. Oder wir. Das ist mir noch immer noch ein LPT. So, und ihr seht natürlich, hier haben wir ein legendäres Pokémon. Und eigentlich sollte man davor ja richtig speichern. Ne? Das kann ich auch eigentlich mal machen. Speichern. Yay. Aber ich mache zur Sicherheit noch einen Safe State. Ne? Man kennt das ja. Und ich mache lieber noch einen zweiten. Und dann würde ich sagen, mit wem fangen wir denn an? Mit Gardevoir, hä? Ja, Gardevoir ist die beste Option. Also gut, auf geht's. Die blaue Kugel von Haruka beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Hallo? Na? Mit epischer Battle Music! Ein wildes Kyogre erscheint. Los, Gardevoir! Und es hat die wunderschöne Fähigkeit Niesel. Und das wird wehtun. Au, au, au! Wow, 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 wow! Das war ein bisschen heftig. Alter! Das war ein bisschen zu viel Schaden für meinen Geschmack. What the... Fuck. Das war krass. Wow. Gardevoir überlebt nicht mal eine Hydrobombe. Okay. Ja, das war es für Barschwan natürlich. Alter Finowski. Wow.
Können wir noch mit irgendwas einen Statuseffekt hervorrufen? Heißstrahl. Wäre zur Not da. Geheimpower kann ich auch mal probieren. Ich wollte aber erstmal sehen, wie viel Schaden Dingens macht. Donnerblitz. Eisstrahl, ja, das könnte ich vielleicht überleben. Ah, ganz knapp. So, Donnerblitz macht wie viel? Das wird interessant, der Kampf. Das könnte interessant werden. Gedankengut. Don't boost dich. Das ist uncool. Oh Gott. Ach du Heilige, das wird toll. Donnerblitz. Oh mein Gott, die wird mich töten. Ja, Volltreffer war gar nicht nötig. Alter, ich muss erstmal diese... Ich könnte Milotic rausholen. Jetzt sehen, wie viel Eisstrahl macht. wahrscheinlich nicht viel. Weißstrahl. Jetzt boostet er sich noch weiter hoch. Oh Gott. Ich sehe schon, das wird interessant. Das war ein Volltreffer. Natürlich. Das war ein Volltreffer. Okay. Sei doch bitte eingefroren. Oder irgend sowas. Oh Gott, diese Boosterei. Eieiei. Mutik wird keinen Schaden mehr machen. Wisst ihr was? Ich bring's einfach über die Hälfte und das wird mich töten? Eventuell? Alter, what the fuck? Wir sind so im Arsch. Wir sind so im Arsch. Los, Inigo! Du überlebst doch eh. Komm, ich werf Bälle. Ich werf Bälle. was werfen wir denn? Überball. Das hat ja keinen Zweck, hier was zu versuchen. Dam, di, 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 da, di, di, da, da. Ich könnte echt Gardevoir beleben, weil Gardevoir hat Synchrone, fällt mir gerade auf. Und wenn wir dann eventuell Dingens... Wir haben kein Doppelleber, warum? Ach, die habe ich, glaube ich, abgelegt, ne? Das war Milotic! Ah, dumm! Das war dämlich. Das war dämlich. Das war dämlich. Das war dämlich. Egal. Los, Milotic. Di, 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 di. Jetzt nochmal Beleber auf Gardevoir diesmal. So. So, töt mich. Oder boost dich weiter hoch. Das geht auch. Alter, ich muss vor allem Gardevoir heilen. Es überlebt kein Eisstrahl. Oder sie. Alter, ey. Der Kampf wird hart. Das kann ich euch sagen. Dem. Alter. Also ich glaube, jetzt ist er maximal geboostet. Spezialangriff und Verteidigung. Ich werf einfach mal den Ball. Netzball! Los! Fängt ja Wasser-Pokémon leichter! Hey! Hydro-Pumpe! Das tut doch weh! Ich habe nicht mitgezählt, wie viel Hydro-Pumpen er jetzt hat. Hat er schon 5 eingesetzt? Ich weiß nicht. Ich setze einfach mal gerade wo ein. Auf Verdacht. Dim. 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 Und ich mache auch, glaube ich, nochmal Donnerblitz. Ach, er kann sich nochmal boosten, okay? Die... Jetzt ist aber Maximum, denke ich. Hoffe ich. Befürchte ich. Macht ja fast Schaden. Muss ich sagen. So, jetzt ist er wenigstens im gelben Bereich. Nestball, ja, warum nicht? Komm. Fängt level niedrige Pokémon leichter. Ich meine, ist doch fast so, ne?
Eisstrahl. Überlebe ich das? Nö. Okay, jetzt ist jedes unserer Boomer One-Hit. Sehr geil. Da, da, da. Haben wir einen Timerball zufällig? Haben wir einen Timerball? Wir haben nicht mal einen Timerball. Das ist fantastisch. Ich sehe schon, ich muss gleich den Save laden. Zack. Zack. Bam. Oder ich mache einfach mal den reinen Glückscatch. What the fuck? Das war jetzt totales Drecks-Scheiß-Endglück. Wahnsinn. Okay. Jetzt habe ich vergessen vorzulesen. Ja, ich möchte bitte einen Spitznamen geben. Wie nenne ich es denn? Ich nenne es, glaube ich. Drecks. Oh, das passt sogar rein. Oh, schön. So. Ich hab's geschafft. Ey, Dreckslack wurde auf dem PC übertragen. What the fuck? Nee. Das war jetzt... Nee. Das war jetzt zu viel. So, ich möchte bitte hier raus. Danke. Meine Güte. Oh mein Gott. Das war geil. Das war echt cool. So, und dann muss ich den Herrn Titan wahrscheinlich vor der Arena rauslassen, weil die schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich hätte nicht mal gedacht, dass sie jetzt noch Kyogre gefangen, aber gut. So, dann möchte ich erstmal... Was mache ich denn? Ach nee, ich wollte euch mal Kyogre zeigen. Deswegen gehe ich halt mit dem PC, genau. So, Kyogre, wo ist es denn? Unser schönes Dreckslack. Hallo? Ja, Speziallagen, Spezialbewegung, die sprechen für sich. Was ist denn für ein Wesen? Sacht. Weiß ich ja nicht auswendig, was es macht. Aber es ist cool. Dam. Ja, aber damit der Herr Titan die Arena schafft, werde ich mir jetzt noch einen Flug-Pokémon irgendwo herfangen. Ich weiß nicht, wo gibt's denn Flug-Pokémon? Am ersten ein Wingull, ne? Was auf dem Meer rumfliegt. Weil dann lasse ich nämlich dann am Ende vom Part den Herrn Titan vor der Arena raus, damit er auch mal eine Arena machen kann. So, ich hoffe einfach mal, es kommt ein Wingull. Wenn nicht, mache ich einen kurzen Schnitt. Es kommt ein Wingull. Hey! Dankeschön. Und ich würde einfach mal sagen, ne, das catchen wir einfach mal sofort. Tauchball. Find, glaube ich, Wasserpokémon leichter. Egal. Zack. Zack. Bam. Yay! Ich habe ein Wingull gefangen. Und das nenne ich jetzt... Fliegen. Warum ich heute so einen Spitznamen lauen bin, ich habe keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, Leute, ich mache jetzt offscreen eine kleine Trainingssession. Und dann würde ich sagen, das war's dabei wieder für heute von Pokémon die Saphir-Edition. Der nächste Part geht's dann bei Herrn Titanium 70 und den übernächsten Part dann wieder bei mir. Und ich lasse ihn wahrscheinlich dann vor der Arena in Xenerowill raus. Und ja, also dann, bis dann. Ciao, Leute.